Ja, und schau mal, Leute, willkommen zurück in unserem Haus, Simshout, wo ich gerade noch das Dach ein bisschen verändert habe. Und zwar da die zwischen dem Haus, den Mauern und dem, wie man auch immer mag, nennen mag, also hier und dem Dach dazwischen, diese Leiste habe ich rot gemacht, und dann das Dach selbst habe ich schwarz gefärbt. Die finde ich besser aus, weil jedenfalls ist es dunkel. Und ja. In der letzten Folge haben wir, ich glaube, da waren wir im Fitnessstudio, soweit ich weiß. Und jetzt, und ich glaube, ach ja, wir haben uns verlobt. Wir sind verlobt jetzt. Und ja, mal in der heutigen Folge passiert. Der Ami wird noch da jetzt. Abby! Sollen die auch mal? Ne, die warten noch. Die sind noch nicht so. Damit wir könnten einfach mal ein Baby machen. Wir könnten ein Baby machen. Oder zumindest versuchen. Einfach irgendwann texten möchte. Und dann. Ja, die gehen jetzt miteinander ins Bett wieder. Die haben jetzt nicht mehr, habe ich. Und danach versuchen sie mal ein Baby zu machen, würde ich sagen. Ne, wollte ich das sagen. Ich glaube, das landet man lieber danach. Geht der Ami einfach gleich weiter. Der geht dann weiter. Der macht dann Fantasy-Roman. Ich habe gar keine Ahnung, was hat der denn jetzt geschrieben. Und der Fantasy, damit der Fantasy auch mal in zur Anwendung kommt, weil dann haben die ja bisher noch nicht aufgewendet. Die Job wahrscheinlich. Umarmt jetzt. Ich will ihn umarmen, aber ich weiß nicht mal, wo die ist. Ah, da ist sie. Ich sollte vielleicht auch mal ihr Outfit ändern. Widerlich ist sie natürlich nicht. Okay. Sektoren der Raben haben wir dann über schon gehabt. Was könnte denn ein origineller Buchtitel sein? Nein. Mysteriös, das schreibt man doch so, oder? Sag, das mysteriöse Schnitzel, so. Er schreibt, die sind aber schnellfällig geworden. Respekt. Er hat dann noch immer den gleichen Bart. Ich glaube, der muss mal wieder weg, weil er irgendwann in dieser Folge noch nicht, aber irgendwann wird er dann wieder, ja. Was wird das jetzt? Ah. Ich mache jetzt mal diesen kleinen Fernseher aus. Weil, ich kann jetzt nur Energie. Was ist denn jetzt los? Ich würde mal sagen, wir veranstalten einfach heute mal einen Grillabend. Hamburger. Maggie Burger. Ach du Scheiße. So was brauchen wir nicht. Und da kommen dann alle mal zusammen. Junge, du musst das sofort ausmachen. Ewige Liebe erklären. Hey, du möchtest nochmal die Kutsche gerade das Badezimmer. Okay.
Dann macht er jetzt schon wieder. Er geht einfach mal kurz abfrischen, der Dusche nehmen. Und danach zum Essen rufen. Oder nicht hier rufen zum Essen. Diese Stimme. Hallo. Irgendwie kann man die Frage. Alle Lichter. Oh. Automatische Lichter. Alle Lichter. Und hier. Kommt jetzt mal hoch. Pause, Pause, Pause. Ihr kommt jetzt mal hoch und nehmt euch ein Gericht. Nein, du setzt dich jetzt neben deine Front. Genau. Sie nimmt dich doch mal ein Gericht. Könnt ihr euch mal ein Gericht nehmen? Ach, die können ja nicht rein. Stimmt, essen sie zu zweit. Und das da kommt dann natürlich. Warum kann ich das nicht in der Bifang sehen? Okay, was macht er jetzt? Nein, er schreibt weiter an seinem Buch. Sie putzt da hinten. Ich glaube, ich muss echt mal. Die beiden machen jetzt ein Baby. Weil sonst wird es echt langweilig. Damit mal ein bisschen Spannung reinbringen. Bitte, man die jetzt altern. Ich könnte zumindest versuchen, aber ehrlich gesagt finde ich das auch nicht gut. Liebe Kärchen, warum so eine Rapide? Sie sind der romantische Wandelschwer ankommt. Dann machen wir das doch. Ihr Wunsch, Herr Mann, bitte. Das werdet ihr euch immer merken. Das immer. Komm, guck dir eine Scheißromantik an. Ich meine, es ist gute Romantik, aber manchmal, ja, egal. Dann sind wir oben los. Was machen wir eigentlich? Was macht sie? Sie geht auf die Toilette. Wenn wir das dann vielleicht noch aufräumen. Öffnen. Ja, das ist noch drin. So. Ich hoffe mal, der räumt jetzt auf. Ja, er macht den Abwasch. Das ist gut so. So gefällt es mir. Und danach spiele mal mit dem Ton rum. Und sie, nein, sie spielt mit dem Ton rum. Und danach, sie könnten auch sofort heiraten. Oh, er kann jetzt seinen Fickgeschwein beenden. Das ist schon ziemlich gut. Nein, nicht kopieren. Ich will das verkaufen. Und zwar, und danach, mach mal wieder, denn die hat es auch schon ewig nicht so gemacht. Was ist denn das jetzt? Plastisches Gemälde, Kohleplastisches Gemälde. Es ist schon 22 Uhr 40. Und ich würde sagen, wir gehen dann am nächsten Tag wieder trainieren. Sie macht den Pflanze jetzt aus und
trainiert mal ein bisschen gekochen, muss ich so machen. Kokette Herzkekse. 25% erledigt schon. Level 3 der Logikfähigkeit erreichen. Ich hatte schon wieder ein Buch geschrieben. Und jetzt, das wird jetzt an einen Verlag verkauft. Danach reinigt er das mal, dann sieht es wieder gut aus. Und nach in der Schlamm und am nächsten Tag gehen sie wieder ins Fitnessstudio und weil sie dann vom Fitnessstudio ankommen, gehen sie einander ins Bett und versuchen ein Kind miteinander zu bekommen. Geht jetzt ins Bett. Geht einfach ins Bett. Bin doch Schwachsinn, warum kann ich damit nichts machen? Ich gehe danach ins Bett, würde ich sagen. Er fand in GTA und dann ist er bei GTA verfolgt und dann ist er bei. Dann kriegt er nochmal seine Frisur. Ach stimmt, er kriegt einen anderen Bart. Den sieht man aber auch kaum. Schlafen. Oh mein Gott, wie gut. Okay. Planänderung. Sag mal. Die hört auf zu schlafen, er hört auch auf zu schlafen. Und die beiden haben jetzt erstmal ein Semester miteinander. So. Sofort ist Nacht. Ja, die haben ja sonst keine Hobbys, ganz ehrlich. Ja, das waren mal bestimmt super Eltern, würde ich sagen. Und jetzt kommt das, muss doch schon sein, ja. Allerdings werde ich dann das Kind zur Adoption freigeben, weil ich, nee, das lasse ich. Das lasse ich. Glaube nicht, dass das gut ist. Das lassen wir lieber. Das, ich habe überhaupt keinen Platz für das Kind. Das müssen wir dir auch mal überlegen. Alter, die legen echt los. Wir könnten es in den Haus durchstellen. Es geht nicht besser. Geht einfach ins Bett. Junge, jetzt stinkt ihr auch noch. Dann geh auf die Toilette, Mann. Alter, den wird ja richtig beschissen. Tim bearbeiten, danach darf er dann wieder ins Bett gehen. Schlafen. Und er muss jetzt noch auf die Toilette, oder? Ich muss den kurz den Bart verändern. Und so muss ich den dann diesen Leuten über sich verwandeln, weil das ist Lava, Pepperdroy. ja, ich weiß, ich mach ziemlich Gärtnern in diesem Let's Play, also eigentlich Let's Bart. Kein Let's Play. Ja, genau. Aber, naja. Er probiert jetzt einfach mal was komplett Verrücktes aus und macht seine Haare grün. Oder einfach schon eine komplett verrückte Farbe. Ja. Und dann wird dann Bart irgendwie sowas hier.
Also das sieht echt krank aus, Leute. Ah. Das ist auch. Ja, das sieht echt. Nein. Das sieht an der Bart komisch aus. Der sieht nicht so aus. Alter, der hat echt. Das Make-up. Ich glaube, das Make-up muss weg, weil sind sie da etwas wie eine Frau. Undefined Outfit. Ja, genau, ich kriege Blut. Ach ja, stimmt. Alle trainieren muss ich auf jeden Fall noch. Die darf jetzt auch mal ein Tattoo tragen. Die ist jetzt alt genug dafür. Ja, Mann, das finde ich geil. Dann trägt sowas. Nee, das ist auf keinen Fall. Sowas sieht echt nicht gut aus. Dann noch sowas hier. Ich hab sowieso überall Tattoos. Ich hab sogar so ein Delfin, so ein bescheuerten. Natürlich die andere, die nicht tätowiert ist. Und ich glaube, der trägt dann aber abends mal was anderes. Nämlich, der trägt dann sowas hier. Oder sowas. Nee, ich glaube eher sowas. Machen wir das hier, das geht noch am besten. Obwohl ich für ihn oder ich sowas packen, aber das ist mehr, das kann man nicht machen. Oder das hier. Boah, nee, Leute. Machen wir das hier so. Fertig. Ich spiele auch gerne an den Sims rum, das habt ihr wahrscheinlich mittlerweile gemerkt. Ja. Kann ich vielleicht, ich tue auch manchmal, das ist auf Dauer auch langweilig. Kann ich mir vorstellen, auch zu gucken. Und jetzt, was ist denn eigentlich mit ihm los? Verwenden. Danach. Da wird er dann eine Dusche nehmen. Danach geht er nochmal schlafen. So. Und jetzt mag ich ins Bett. Es lohnt sich eigentlich kaum noch ins Bett zu gehen, aber. Ja. Egal. Dann geht er jetzt einfach gleich mal programmieren. Dass ich natürlich seine Tage spiele. Mal, er geht gleich an den Computer, allerdings wird er ein Spiel modifizieren, und zwar Sims Forever wird er jetzt modifizieren, und er hat auf dem Internet geworben. Die waren unten schlafen noch, und es ist gearbeitet. Wenn man 10 Stunden gearbeitet, ich bin 2 Stunden, die 2, und die müssen heute alle arbeiten gehen, endlich mal, und sie mal was. Okay. Ja, so ist so ein Haushalt, wo alles tätowiert ist. Ja, ich weiß. Leute, und danach wird. Und heute wird dann auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, ihr vielleicht mal ein Pärchen miteinander verheiraten oder so. Ja, beide wissen am PC, das ist ja nicht glückliche Beziehung. Die war nicht schlafen hat, ist immer mitten in der Nacht. Ich spule jetzt einfach mal ein bisschen vor. Ich habe gemerkt, dass die ganze Arbeit müssen. Nein, merke ich nicht.
Ich glaub mal, Junge, du gehst jetzt zur Arbeit. Stopp, jetzt hör auf. Junge, du musst nicht zur Arbeit. Und du musst auch auf die Arbeit. Nein, warte, jetzt bringt dich zur Arbeit. Das muss ich auch mal. Nein, das ist Lassen der Armee. Ja, ich glaube jetzt nichts mehr. Die machen jetzt einfach mal gleich ein Baby. Komm, ich mach's einfach. Einfach machen. Ich weiß nicht, ob das nicht gleich ein Fehler ist, aber. Was soll's? Walks a slang. Wir gehen einfach gleich wieder ins Bett, wir verbringen den Tag im Bett und verfahren miteinander, das ist wichtig, Digga. Das kann man nicht vergessen. Ja gut, ich stehe nicht drauf, obwohl sie gleich ein Kind kriegt. Oder ein Kind auf jeden Fall machen will. Also auf jeden Fall mal ein Baby machen. Aber dafür ist sie ja ziemlich gut gelernt, also das muss man echt sagen. Die Wache ist auch damit man sich in der Energie in der Atmosphäre reinkommt. Weil sonst ist ja immer das gleiche und es ist auch da auch sehr schön. 100% für das mysteriöse Schnitzel, das finde ich echt erfolgreich. Das würde ich gerne mal lesen. Ich habe nicht die. Ah, das ist schön. Ja. Und jetzt ist sie abgehauen. Was ist das jetzt? Oder wer ist das? Besser gesagt. Sie. Und jetzt erstmal kurz auf die Toilette und einen Schwangerschaftstest machen. So Leute, aber ich zeige euch in der nächsten Folge, ob sie schwanger ist oder nicht. Denn in dieser Folge sehen wir das nicht mehr. Mal gucken, ob es geklappt hat oder ob es nicht geklappt hat. Das zeige ich euch jetzt nicht, dann habe ich einen wirklich schönen Cliffhanger mal. Also schaut die nächste Folge an, dann werdet ihr erfahren, ob sie schwanger ist oder nicht. Dann versuche ich es auf jeden Fall wert gewesen und den dann auf jeden Fall wiederholt wird. Also ich denke, es ist gut, was gut für den nächsten Mal, was die nächste Folge nicht, denn ich erfahre dir dann die Überraschung, ob ein Kind sich auf Nachwuchs gibt oder nicht. Und dann werden wir dann sehen. Naja, klingt euch zu sehen, macht gut zum nächsten Mal und ciao.